Max Eberl plant einen XXL-Umbruch beim FC Bayern München. Er möchte auf der Außenverteidigerposition etwas tun, denn da wird wohl Alphonso Davies den Sprung in Richtung Real Madrid wagen. Da gibt es jetzt mehrere Namen. Theo Hernandez, der bei AC Mailand spielt, wäre für einen Marktwert von ca. 50 bis 70 Millionen Euro zu haben. Wäre ein Upgrade auf der Linksverteidigerposition, frage ich, ob AC Mailand da mitmacht. Denn eine Ausstiegsklausel oder ähnliches gibt es nicht. Deswegen gibt es auch Alternativen. Mit Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen, einem 23-Jährigen, der natürlich in diese Saison schon auf 15 Scorerpunkte in 23 Spielen kommt. Das sind überragende Werte. Und er hat eine Ausstiegsklausel. Er hat zwar einen Marktwert von 50 Millionen Euro, aber für 40 Millionen Euro kannst du ihn holen. Und genau deswegen sind die Bayern wohl drauf, auch ihn im Sommer zu verpflichten. Und sollte beides nichts werden, hat man auch noch einen Linksverteidiger, Gutierrez. Er ist 22 Jahre alt, noch jünger als alle anderen hier, hat einen Marktwert von 20 Millionen Euro und gehört zum absoluten Erfolgsteam vom FC Girona. Er ist ein Name, der bei den Bayern aktuell gehandelt wird.